Der Verein Spürsinn in Weidhofen hat wieder Spürnase gezeigt. Die Nähwerkstatt entwickelt sich zum Renner. Wird das, was Sie da machen? Eine Hose. Sollte es werden. Jung und alt pilgern in die Werkstatt, um nähen oder stricken zu lernen oder aufzufrischen. Unter fachkundiger Anleitung von Profis wird man hier in das Handwerk eingeführt. Hat Nähen wieder Saison? Ist das wieder etwas, was im Kommen ist? Davon bin ich überzeugt. Das glaube ich auf jeden Fall. Es gibt wieder immer mehr Menschen, die plötzlich das interessiert, etwas selbst zu machen. Einmal vielleicht mit etwas Einfachem beginnen. Und das finde ich sehr spannend. Nämlich in der Schule, im Unterricht wird das immer weniger. Und dass eben auch Kinder kommen, die total interessiert sind an diesem Thema, dass sie etwas machen wollen, etwas selbst herstellen, das wird immer mehr. Anna, warum machst du eigentlich bei diesem Nähkurs hier mit? Weil meine Oma Schneiderin ist und ich auch gerne Schneiderin werden möchte. Du bist ja schon sehr geschickt. Wo hast du das gelernt? Von meiner Oma. Und was lernst du hier in diesem Kurs? Wie ich verschiedene Sachen nähen kann in verschiedenen Größen und verschiedenen Formen. Und was wird das, wenn ich fragen darf? Hebt das auch das Selbstwertgefühl? Auf jeden Fall. Wenn ich etwas selbst gemacht habe und mir das gefällt, wird das auf jeden Fall sehr positiv fürs Selbstwert und für das Selbstbewusstsein sein. Auf jeden Fall. Immer spannend, die erste Anprobe des Selbstgenähten. Wer jetzt sein Interesse geweckt findet, hier ist die Adresse von Abenteuer Spürsinn.